Hallo Leute, willkommen zurück zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, heute mal in einer anderen Position, immer noch im Stuhl. Das heißt, euch erwartet heute etwas anderes. Und zwar, manchmal mache ich Vlogs. Und genau das wird in diesem heutigen Video und in ein paar danach folgenden stattfinden. Denn heute begebe ich mich auf die vermutlich vorletzte Klassenfahrt in meinem Leben. Ich hatte meinen 50-Euro Camcorder in Kassel dabei. Ich war mit meiner Kamera in Buchenwald. Und jetzt gehen wir mal nicht nach Buchenwald, sondern in die andere Richtung und zwar nach Konstanz am Bodensee. Übrigens, das ist die Uhrzeit. Es ist 6 Uhr morgens. Kann man vielleicht auch erkennen, wenn man aus dem Fenster sieht. Wenn irgendjemand fragt, wie viel ich zu essen mitnehme, das ist die Antwort. Selbstgemachte Blätterteigtaschen, 2 abgepackte Brote, eine Box Matzen, Knäckebrot, Minikuchen, 8 Schokokuchen und Gewürzspekulatius. Passt. Passt absolut alles rein. Der Rucksack ist heftig, er ist groß und heftig. Wollte ich noch meinen Kamerabeutel füllen, aber das will ich nicht. Ich will die Kamera in der Hand halten zum Vloggen. Man sagt mir, Fotos oder Videos von unten sind immer gut. Deshalb filme ich von... Okay, ich kann nicht streamen, weil da die Decke ist. Ja, es ist jetzt hell geworden. Ich freue mich besonders auf die Reaktion meiner Klassenkameraden, die sich vermutlich wieder etwas darüber sträuben werden, dass ich meine Kamera dabei habe und sie damit stalken werde. Das war letztes Mal auch so. Ich erinnere mich an Kassel, als ich da mit meinem Camcorder aufgetaucht bin. Die haben mich auseinandergerissen. Wörtlich. Also pack das Ding weg, warum hast du das, warum machst du das? Das will ich doch keiner ansehen. Und ich dachte mir so, halt die Fresse, das ist mir egal. Lass mich filmen. Die zwei Leute, die sich für mein Leben auf YouTube interessieren, sollen ja auch Videos bekommen. Ja, es geht los. Darauf erstmal gutes Radio. Justin, können Sie mir bitte nochmal wiederholen, was Sie gerade gesagt haben? Ich weiß jetzt nicht genau, auf was für eine Reichweite dieses hohle schöne Mikro an Ihrem... Ah, das machst du wieder so einen scheiß Vlog. Läuft die Kamera? Nein, gut. Machst du einen Vlog? Dann macht wieder so einen scheiß billig Vlog. Das ist ein sehr schöner Bus. Der Bus ist halt echt schön. Ja. Jo. Alter, die ganze Steckdosen. Alter, könnt ihr euch mal hinsetzen? Könntet ihr bitte laufen? Boah, Alter, ich muss mich nicht hinsetzen. Ich renne einfach durch. Du kannst ja nicht durch. Hier kannst du vielleicht unseren Bus gleich verseuchen. Ey, mein Essen. Bitte laufen Sie. Ja, das ist eine Steckdose. Vielleicht da hinten irgendwo. So, wo kann man hin? Ich möchte hier sitzen. Ach, Alex. Erstmal Part im Bus aufnehmen. Ey, Justin. Justin, guck mal da durch. Ja, das ist völlig groß, was geht, damit ich gut ein Rundset machen kann. Gibst du schon auf? Ich nehme die ganze Zeit schon auf. Ich freue mich. Der Bus ist, ich mag den Bus. Er hat sogar Steckdosen. So, ein paar Menschen filmen, die ich nicht zwängen darf. So, wir gehen. Es geht los. Es geht los. Ja, lass mal bei dir mal zu. Mama, schnell der Bus. Wieso fick ihr das Ding zu? Sehr gut. Jetzt wird's heftig. Er gönnt sich, Alter. So, Alex. Wir haben grad, und Alex trinkt gerade scharfe Soße. Das ist kurz so brennend im Hals, weißt du? Vielleicht mal die Spieler. Alex. Und wir sehen uns alle. Das brennt gerade vor dem Hals, aber egal. Wirklich, das brennt im Hals? Ja. Sie haben gerade Chili-Sauce getrunken. Finn, wie viel Scoville hat die Soße? Gib mal her. Das ist schärfste. Da steht nur bei den richtig scharfen Dingern drauf. So wie bei scharfen Pasta oder so.
Als ob das da draufsteht. Aber als ob das da nicht draufsteht. Wenn man frühstückt, immer erstmal mit Chili drauf, das schmeckt mal in der Tausend. Wir sollen ein bisschen scharfe Soße trinken. Ey Junge! Was soll denn der Mann? Ich will doch nur mal gucken, chill doch mal. Halt dein Schnauze rein! Der dreht jetzt im Porno. Der dreht jetzt im Porno. Ey, gib mal Tasse. Bist du being ready? Bist du Nutella being ready? Boah, das ist geil, ja? Ich bin nicht bereit.